MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So Leute, willkommen zur dritten Runde der Arizona Summer Classics. Wir drücken mal hier auf die Knöpfe und dann wollen wir natürlich gucken, dass wir hier zwei sehr gute Runden hinlegen, um ja auch dieses Turnier relativ weit oben, ja guck mal hier, relativ weit oben beenden zu können, wollte ich gerade noch sagen. Und in den simulierten Löchern legt unser kleiner Gotti doch tatsächlich schon ein paar sehr gute Ergebnisse hin. So, das heißt, nur noch nach Hause fahren, hahaha, ist ja eigentlich eine einfache Übung, nicht wahr? Hä? Ach so, Entschuldigung. Das ist die falsche Richtung. So, zack, zack. Mal gucken, das ist ein bisschen zu pimmelig hier gerade. Fullswing gerade, sehr gut. Das wollte ich endlich auch mal wieder erreichen. Backspin noch rausgehauen, in der Hoffnung, dass er eigentlich ein bisschen näher kommt. So, geht bergab. Brauchen wir gar nicht so weit. Hauptsache, der Swing ist ordentlich. Aha. Links vorbei, ne? Ja. Ich hab's befürchtet, als ich dann doch nochmal korrigiert habe, dachte ich mir noch so, sicher? Bist du dir da sicher? Ich hätte auch mein Gefühl hören sollen. Aber guck mal, der Putt ist nämlich nicht wirklich einfacher jetzt gerade. Alles gut. So. Nee, ärgerlich. Absolut ärgerlich, dass es am Ende hier bei diesem Loch nur ein Paar geworden ist, denn da war wie bei zwei, drei Situationen schon am Vortag, war da mehr drin. Aber gut, wir können natürlich jetzt darüber spekulieren, diskutieren und uns ärgern, oder wir versuchen das jetzt einfach hier irgendwie in den nächsten Löchern besser zu machen. Und ich würde sagen, wann gibt es eine bessere Möglichkeit als hier auf diesem wunderschönen Paar 5? 342 Yards haben wir ihn geschlagen und getrieben. Nächster Halt, das Green, würde ich mal sagen, oder? Stopp. Und hier kommt er. Short Swing 1%, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Er wird noch ein bisschen zu kurz sein, fürchte ich. Oh, da habe ich verhauen. Da habe ich verhauen. Eigentlich war das für mich eine Sache von viel zu kurz. Jetzt sind wir viel zu lang. So, er geht 2 Inches bergab. Insgesamt, glaube ich. Das heißt, wir brauchen gar nicht so weit. Er muss nur... Ja, er muss nur kommen. Full Swing. Wunderbar. Ah, fast links raus. Oder links drüber geschlagen. Alles gut. Damit nehmen wir vorerst die Führungsposition ein. Wir sind aber schon am 13. Loch durch gewesen. Na, das könnte schlecht laufen hier. Ja. Ja. Ja, das ist richtig scheiße. Wieder links leicht ausgerissen und da wir sehr auf links waren. Wieder links, der geht aber nicht in den Bunker, oder? Guter zweiter Schlag. Aufs Grün, langer Putt. Aber nicht unmöglich. Damals hätte ich gesagt, scheiße, jetzt haben wir noch hier 5 Schläge vor uns, aber mittlerweile nicht mehr unmöglich. Bam. Holy moly. Ich sag doch, nicht mehr unmöglich. Denn so langsam aber sicher hat der Gotti tatsächlich hier den Bogen so ein bisschen raus.
Ein paar Mal versagt er noch, ja, aber insgesamt gesehen ist das hübsch. Kein Power Swing, das wundert mich ein wenig. Eigentlich sehr gut getroffen. Und wir lassen ihn wunderbar rollen. Der geht über 350, so ist es. Sehr stark. Und das ist das Loch mit dieser mit dem Inselgrün. So habe ich mich jetzt entschieden, es zu taufen. Da nehmen wir wieder ein Vierereisen. Und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wenig Bewegung, aber 3 Meilen Seitenwind. Ja, das heißt, er geht ein bisschen drüber. Links und beim Zurückschwingen. Wollen wir jetzt auch mal schwingen? Wir sind bei minus 1%, ja. Aber. Backspin! Ah. Als ich merkte, der geht drüber, war der Backspin ja, fast schon zu spät. So, er geht ein bisschen bergab. Heißt im Klartext. Drin ist er. Ja. It's amazing for me. Falsch. Alles gut. Minus 14, minus 12, der Kollege auf dem zweiten. Und der ist auch schon beim 17. Loch. Also, dieser Tag, oder diese Runde, diese dritte Runde, die geht, denke ich mal, an uns. Das war hübsches Golf. Minus 6 am Ende, aber McDowell hatte auch eine minus 6, Ben Martin unten auch eine minus 6, der hat sich nochmal oben rangeschlichen. Aber wie auch im Motorsport, so gilt auch hier, rankommen ist eine Sache, vorbeikommen eine ganz andere. Habe ich jetzt gerade so beschlossen, dass das hier auch gilt. Ja, wenn ihr das dann irgendwann mal bei irgendeiner Golfveranstaltung hört, den Kommentar, dann könnt ihr direkt sagen, hey, 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 Moment mal. Das hat aber der Goldi schon gemacht. Kommst du mal da weg? Hier. Danke. Ich sorge, dass mein Hund gleich hier meine Capture-Card runterreißt. Weil sie da wieder rumspinnt. So. Paar 5. Können wir. Wenn wir was können, dann sind es paar 5 Löcher. Kein Power-Swing, aber ein sehr gerader Full-Swing. Damit geben wir uns auch zufrieden. Und der wird auch über 350 sein. Ah, der geht sogar fast auf die 360. Ja. Sehr schön. Das heißt, das nächste Ziel sollte auch hier wiederum sein, direkt aufs Grün zu kommen. 6 Meilen Wind von hinten. Ein bisschen Short Swing, aber gerade ist er. Sehr schön. War ein schöner Hit, alles gut. Die Länge ist in Ordnung. Wäre jetzt ein bisschen weiter links gewesen. Wäre es natürlich schöner gekommen, aber wäre, hätte, wenn und aber. Alles gut. Eagle Baby. Und damit, ja, setzen wir uns nochmal richtig schön an der Spitze fest. McDowell heute anscheinend bis hier nicht so den Paradetag. Und so ist es dann an uns. Hier ein Powerschlag. The Bose Big Hit Moments. Hier nochmal richtig der Konkurrenz zu zeigen. Leute, heute gibt es hier für euch mal so gar nichts zu holen. Also, macht das Green frei. Hier kommt Goddy. Hey, 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 hier kommt Goddy. Und ich sehe gerade, habe gerade links unten gesehen, dass der Schlag eigentlich ziemlich versaut war. So, was haben wir? 4 von rechts. Ah, kommt nicht schlecht, glaube ich. Backspin wäre schön. Ja, alles gut. Wieder bringen wir uns in eine äußerst anständigen Situation zum Putt. Geht bergab. Zu kurz? Nein. Wieder 3% Minus gehabt, deshalb
Hatte ich jetzt schon wieder Bammel, dass der zu kurz kommt. Minus 18. Ach, das sieht echt gut aus. Nach den... Nach oder am 14. noch? Ich glaube, nach dem 14. noch sind wir ein Minus. Was waren wir jetzt? 8. Entschuldigung. Ah, geht ein bisschen links. Aber da haben wir Platz. Das ist, sollte kein Problem sein. Können wir noch ein bisschen spinnen. Ja, der kommt ganz hübsch. Das sind locker 350. So ist es. 51 sogar. Paar 5. Und mir gefällt dieser Kurs. Er ist aber auch, um fair zu sein, nicht wirklich einfach, nicht wirklich schwierig. Wenn wir da an Wolf Creek zurückdenken, das war wirklich fuckity fuck fuck. Aber hier, Ringelpiez mit anfassen. So, wir warten, bis er das nächste Mal zurückschwingt. Das wäre dann jetzt der Fall. Minus 1, aber der sollte halbwegs brauchbar ankommen. Ein bisschen Backspin noch. Ist schon in Ordnung. Wollen wir mal jetzt hier nicht übertreiben. Er freut sich enorm. Und wir gehen nämlich bergab in den Putt. Aber die Linie zeigt da schon sehr weit nach rechts. Das heißt, ich korrigiere das ein bisschen links. Und feiere den nächsten Eagle. Save tonight. Ah ne, das war Eagle Eye, ne? And find a breaker, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Ist der Text so richtig? Ich weiß es nicht. Tatsächlich hier das 6er Eisen auspacken? Na, komm. Spack mal nicht rum hier. Ja, und? Hauen Sie, Papa, hauen Sie. Schönes Paar 3 Loch. Nicht ganz so schön gebackswingt. Es geht bergab, up, 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 up. Ich möchte es so. So finde ich ganz gut. Ja, ist gut. Brauchen wir keinen Zoom. Ich hab's befürchtet. Ich hab's, weil die Linie aber auch irgendwie ans linke äußerste Lochrand zeigte. Ja, das ist natürlich so ein Putt. Hat man nicht zu versauen. Das ist B. Blöd. Bäh. Scheiße. Entschuldigung. Aber wir haben das Paar gesaved. Minus 20. Die anderen müssen eigentlich Druck machen. Und ihr seht es ja in der Übersicht. Ich wüsste nicht, wo jetzt noch jemand herkommen soll, der uns jetzt noch hier gefährlich sein kann. Habe ich keine Ahnung. So. Paar 4 Loch. Ah, okay. Power Swing? Jetzt bin ich gespannt. Weil ihr habt gesehen, das Green war jetzt nicht so weit weg. Ich habe das Gefühl, dass das in dem Fall gar nicht so hilfreich war. Und auch mein... Stopp! Auch mein Spin war nicht hilfreich. Nee. Viele von euch reiben sich jetzt gerade schon die Hände, weil die genau wissen, ey Gotti, Alter, das ist doch eine Spezialität von dir. Ja, aber auch nicht immer. Who's your daddy? Hold out, Eagle. Alles dabei. Minus 22, 17. Loch. Machen wir dem Ganzen mal ein Ende, also nach dem 17. Loch. Um die Irritation von gerade nochmal, die ich hatte, zu bereinigen. Die Statistiken also immer nach dem Loch. Na, warum der aber jetzt so weit links kommt, weiß ich nicht. Ungewöhnlich. First Cut. Save tonight. Jetzt geht mir das Scheißlied nicht mehr aus den Ohren. Short Swing, ein bisschen links raus. Alles gut. Beautiful, sagt er. I am beautiful, no matter what they say.
Dieser Putt geht jetzt rein. Oh yeah. Birdie. Also, am letzten Tag passend hier wirklich einen Run gehabt. Und ja, insgesamt gesehen, über alle vier Runden waren wir recht konstant. Und minus 23 ist dann natürlich eine Demonstration guten Golfes. Also, da muss man schon sagen, hier der Gotti hat sich hier zu einer Golf-Legende gemausert. Also, das ist groß, ganz groß. Ja, minus 12, Jim Furyk. Der letzte, guck mal, der Drittplatzierte hat Equal geschlagen. Also genau die Anzahl an Schläge, die er für den Parcours, für alle 18 Löcher haben durfte, gerade mal erreicht. Und nicht so der Gotti, ne? Der kommt am letzten Tag, kommt der nochmal aus dem Arsch, ja, und haut dann nochmal irgendwie bam, 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 weißt du, bam und so, ne? Sehr stark. Der FedEx Cup Standing, ja schön, dass das so schnell alles hier immer weggeht. Andre Gotti wins Arizona Summer Classic. Ja. Gotti finish with a final round 9 unter 62 to close out the victory. 9 unter 62? Achso, 62 war dann das Paar für alle 18? Das kann sein. Ja. So würde ich die Statistik lesen wollen. Leute, das war mal wieder lustig. Danke, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn euch das Video gefallen hat, Kommentare, bitte. Likes, also den scheiß Daumen nach oben drücken und kommentieren. Ne? Ich mag auch plumpe Sachen wie, hey, super Folge oder geiler Arsch. Ne? Das könnt ihr euch also aussuchen. Daumen runter ist natürlich auch erlaubt. Ja, wenn ihr sagt, boah, Junge, ganz ehrlich, halt's Maul, dann geht woanders hin. Ne? Aber nein, Daumen runter und dann aber bitte auch schreiben. Ne? Sagt ihr, ey, ich hab Daumen runter gegeben, weil. Ne? Und dann sagt ihr, warum und ist ja auch okay. Nur so weiß ich ja auch, was ich in Zukunft vielleicht verändern könnte. Wenn ich irgendwo Unsinn geredet haben sollte, also nicht den Smalltalk, Trashtalk nebenher Unsinn, der bleibt bestehen, aber Statistik irgendwie falsch gelesen habe oder irgendwie was falsch gesagt habe, korrigieren, denn ich bin kein Golfexperte, also wahrlich nicht, im Gegenteil, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr golfmäßig da auf der Höhe seid, wenn ihr mir da irgendwo helfen könntet, falls ich irgendwie was falsch sage, mache, tue oder wie auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht wann, aber wir sehen uns, wenn es euch gefallen hat, guckt euch auch die anderen Videos an. So ist es dann nämlich richtig. Und dann abschließend werde ich sagen, wir hören und sehen uns in einer der nächsten Folgen oder in einem der anderen Let's Plays, die ich ja noch anbiete. Danke, tschüss.